Und damit herzlich willkommen auf den Klingenpfad. 70 Kilometer rund um Solingen, 1300 Höhenmeter. Ja, als Familie und Gruppe geht es halt mit ungefähr 10 Mann auf diesen Klingenpfad entlang. Jeder geht sein eigenes Tempo. Neben mir der andere, ein oder andere kennt ihn bestimmt, den Thomas Gräfe. Grüß dich, Thomas. Hallo, Thomas. Hi. Schön, dich zu treffen. Auch ja. Andere. Gebe ich zurück. Ja, auch andere Wanderer sind unterwegs. Den einen oder anderen werden wir mit Sicherheit gleich noch sehen. Auch Leute, die nicht mitwandern, sozusagen als Gäste und als Motivation werden wir mit Sicherheit auch den einen oder anderen treffen. Ja, ich freue mich heute. Das Wetter, das soll heute sehr wechselhaft werden. Es soll auch die Sonne rauskommen, aber auch der Regen kann immer wieder durchbrechen, aber das macht nichts. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt heute. 70 Kilometer wäre meine zweitlängste Wanderung sozusagen. Die längste war damals der Megamarsch Köln mit 100 Kilometern. Ja, ich nehme euch heute mit. Seid dabei. Bis später. Ja, noch eine kleine Zusatzinformation. Also der Veranstalter, also der Ausrichter ist der Jörg Müller, Natur in NRW. Der hat eingeladen zum Klingenpfad. Aber wie gesagt, es ist keine kommerzielle Veranstaltung. Es verdient keiner einen Cent damit. Nur so als kleine Randnotiz. Wie gesagt, wir sind ungefähr 10, 11 Wanderer, die sich auf dieser Strecke verteilen. Mal in Grüppchen, mal alleine, also jeder geht sein eigenes Tempo. Ja, auf diesen Klingenpfad, wie gesagt, 70 Kilometer, gibt es 3 Verpflegungsposten. Und ja, da werden wir auch den ein oder andere Person, bekannte Person, wieder treffen. Ja, ich bin mal gespannt. Das Wetter hält sich im Moment. Es ist trocken, habe sogar den Pulli ausgezogen. Ist auch ziemlich warm geworden. Auch weil es einige Höhenmeter gibt. Also, wir haben jetzt Kilometer 6. Dann würde ich sagen, bis später. Geht's unter die Münchner Brücke. Da oben ist sie. Also schon ein tolles Bauwerk, muss man sagen. Also richtig klasse. Ja, eben war der Bahnhof von Scharberg. Da kam auch gerade ein Zug vorbei. Also optimales Timing. Ja, was auch toll war, waren diese ganzen Wassersachen, sag ich mal. Der kleine Wasserfall, dann die Wassertreppe. Kleine Bäche, große Bäche,
also in dem Fall die Wupper. Überall sehen wir Wasser, zum Glück nicht von oben bis jetzt. Also bis jetzt ist noch alles gut gegangen. Wir machen jetzt Kilometer 11. Ja, da würde ich sagen, bis später. Ja, das war ganz interessant, dieser Gedenkstein, wo der Klingenpfad drauf stand und auch 60 Kilometer. Mittlerweile hat der Klingenpfad 70 Kilometer und nicht mehr 60 Kilometer. Erbaut wurde er übrigens in den 30er Jahren. Ich glaube, die Einweihung, die war 1935. Anfangs, wie gesagt, 60 Kilometer. In den 70er, genau 75 meine ich, da wo diese Umstrukturierung war von den ganzen Gemeinden, da wurde nämlich die Gemeinde Burg eingemeindet zu Solingen und deshalb hat man das halt verlängert und der Weg geht ja auch durch Burg, deshalb sind es jetzt 70 Kilometer. Ja, sehr interessant auf jeden Fall, historisch. Hat der auf jeden Fall der Weg was. Ja, Klingenpfad, warum heißt der so? Ganz einfach, Klingenstadt Solingen. Also Solingen ist bekannt für seine Klingenherstellung. Auch schon früher, auch Waffen, Scheren und sowas wurde alles hier hergestellt. Ja, deshalb Klingenpfad. Abgekürzt ist das allerdings nicht mit K, sondern mit S für Solingen, rund um Solingen. Ja, das war als kleine Randnotiz und dann würde ich sagen, weiter geht's. Ja, das brache Gelände an der Wupper, das war übrigens der Wiesenkotten, ein ehemaliger Schleifkotten, Schleifhammer, Schleifmühle. Da wurden früher, also ganz früher, die ganzen Klingen, Scheren, Werkzeuge geschliffen. Später war das so eine Art Restaurant, Café. Da waren wir auch mal vor Jahren gewesen, da konnte man sich schön draußen hinsetzen. Und wurde bedient mit Kaffee und Kuchen und sowas. Also richtig schön urig. Leider ist das dann vor Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, abgebrannt und nicht mehr aufgebaut worden. Also sehr schade eigentlich. Jetzt sieht man dann nur noch die Grundmauer und noch den Biergarten ein bisschen. Ach, wirklich schade, dass sowas verfallen wird und nicht mehr aufgebaut wird. Schade eigentlich. Ja, kann man nichts machen. Ja, hier ist auch so ein ehemaliges Café. Ich glaube, das hat auch nicht mehr auf. Haus Waldfrieden. Naja, so ist das. Der Lauf der Zeit. Bis später. Kilometer 15. Ich habe sie gefunden. Schaut mal.
Genau, die Sonne. Die Sonne ist da. Sehr schön. Und die kann jetzt auch ein bisschen bleiben. Also es geht doch nichts über sonnige Abschnitte ohne Regen. So, da haben wir uns tatsächlich gerade verlaufen. Da vorne, da war ein Abzweig, den konnte man gar nicht richtig sehen. Auch die Beschilderung, die war nicht so gut. Ich bin einfach den Bernd hinterher gelaufen und der hat es halt auch nicht gesehen. Jetzt haben wir ungefähr 1-2 Kilometer mehr auf der Uhr. Naja, macht nichts. Sind auf jeden Fall wieder richtig und ja, dann geht's weiter. Aber lecker aus. Ja. Aber. Sehr gerne. Dankeschön. Auch für das kleine Tütchen. Ja, lasst es euch schmecken, falls ihr es nicht schon gut habt. Ja, gerne, gerne. Für die schwierigen Zeiten eventuell, die noch kommen. Danke euch. Gerne. Gute Reise. Sehen wir uns nochmal und ja, wir, wenn wir hier abgebaut haben, dann. Ach, ja. Genau. Bis später. Ciao. So, nochmal danke für den super eingerichteten Verpflegungspunkt. Also nochmal danke an Hombi und Alexandra. Habt ihr echt super gemacht. Hier hat man sich gut gestärkt. Was getrunken und was gegessen, also echt top von euch. Ja, jetzt geht's weiter. Ja, wie gesagt, ich habe mich ungefähr, ich schätze mal so 2 Kilometer verlaufen, also zusätzlich 2 Kilometer. Ich habe jetzt ungefähr 23 Kilometer. Der VP sollte, glaube ich, nach 21 Kilometern kommen. Ich war aber überrascht, dass ich doch ziemlich weit vorne war. Ich habe gedacht, der Rest von hinten hätte uns überholt, aber es war jetzt nicht so. Ja, es geht jetzt weiter auf den Klingenpfad. Wetter ist einfach Bombe. Dann würde ich sagen, bis später. Ja, ihr hört es wahrscheinlich jetzt schon, das externe Mikrofon ist kaputt, also der Puschel oben. Ich weiß jetzt nicht, woran es lag, hatte ich ja schon mal dieses Problem. Da habe ich mir eine neue Klinke geholt und ein neues Mikrofon, weil ich hatte immer wieder Aussetzer. Scheint doch was an der Kamera zu sein. Naja, ich habe es jetzt abgemacht und filme jetzt mit dem Mikrofon von der Osmo Action. Allerdings ist da die Qualität nicht so gut. Ja, werde ich jetzt erstmal machen und auch wahrscheinlich auch die nächsten Videos. Ich weiß noch nicht genau, wie ich da weiter vorgehe. Ist halt ein bisschen blöd, aber muss man halt das Beste draus machen.
Ja, wir haben jetzt Kilometer, also ohne Verlaufen, ungefähr 28. Oh, weiter geht's. So, da vorne ist die Sengbachtalsperre. Die haben wir quasi einmal umrundet. Jetzt verlassen wir sie wieder. Jetzt geht es wieder hoch. Immer wieder Höhenmeter auf und runter. Also ganz schön anstrengend. Ja, dann würde ich sagen, weiter geht's. So, der Regenschauer ist jetzt vorbei. Hat jetzt ungefähr 20 Minuten geregnet. Jetzt kommt auch wieder die Sonne so ein bisschen raus. Das ist schon mal sehr gut. Aber es sind die ganze Zeit schwirren so Fliegen um mich herum, so schwarze Fliegen oder Mücken, keine Ahnung, was das ist. Also richtig, richtig nervig und lästig. Also auf die kann man auch verzichten. Hallo, grüßt euch. Alexius, Silke, Thomas, Hondi, Alexander, Jörg, Olli, alle da. So, das war der VP2 nach ungefähr 37 oder 38 Kilometern. Auch wieder richtig toll eingerichtet, auch mit dem Zelt. Das war auf jeden Fall sehr praktisch. Da waren auch Hombi und Alexandra vom VP1 nochmal da gewesen. Und ja, Alexius, Silke und Thomas haben die alle sehr schön gemacht. Es gab ausreichend zu essen und zu trinken. Nochmal vielen Dank. Ja, und gut, dass das Zelt da war, denn in dem Augenblick hat es dann richtig angefangen zu schütten. Das Zelt hat uns alle vor dem Regen bewahrt. Ist keiner nass geworden. Ja, danach bin ich auch alleine weitergegangen. Die anderen, ja, die haben sich noch was ausgeruht. Aber der nächste Regen kommt mit Sicherheit. Es wird richtig dunkel. Ich hoffe, man versteht mich auch mit dem Mikro. Weil es ja ziemlich windig ist und ich keinen Schutz habe. So, dann würde ich sagen, bis später. Ja, wie ihr mitbekommen habt, es fängt an zu regnen. Ist natürlich nicht so schön, aber naja. Aber ich habe einen neuen Regenschirm. Den habe ich beim Decathlon gekauft. Extra für diesen Marsch, weil die Wetteraussichten ja nicht so toll aussahen. Und was mir da beim Decathlon passiert ist und so, das erzähle ich euch gleich. Thank you.
So, der Regen ist vorbei, zum Glück. Regenschirm und Regenjacke habe ich wieder gut verpackt. Wir haben jetzt Kilometer 45. Ja, dann wollte ich was erzählen, wie ich zum Regenschirm gekommen bin. Ja, bin ganz normal zum Decathlon gegangen, in die Wanderabteilung, habe danach gefragt. Der erste Mitarbeiter, der war den ersten Tag da und hatte gar keine Ahnung. Die zweite Mitarbeiterin, die ich gefragt habe, die konnte kein Deutsch. Auch sehr interessant. Dann ist sie mit mir zum ersten Mitarbeiter gegangen und hat ihn gefragt. Und dann wusste keiner mehr was, weil keiner wusste, wo was ist und so. Also sehr kurios. Auch das englische Wort fiel denen nicht ein. Aber ich konnte denen zum Glück helfen, am Boiler. Ja, dann sind sie mit mir zur dritten Mitarbeiterin gegangen. Ja, und die hat mich dann in die Golfabteilung geschickt. Ja, und da gab es Regenschirme. Und dann habe ich mir einen geholt, der komischerweise oben gar nicht einrastet. Aber hat seinen Dienst erfüllt heute. Also, Einkauf hat sich gelohnt. Ja, was wir gerade gesehen haben, das war die Statue der Lieberfrau. Seit neuestem gibt es ja den Bergischen Streifzug Nummer 25, den Lieberfrauenweg. Da haben wir gerade gesehen, die Lieberfrau, sehr interessant. Ich wusste gar nicht, dass man hier entlang geht. Ja, die Nummer 25, wie gesagt, ist sehr neu. Bin ich noch nicht gegangen, ist auch einer meiner letzten Wege, die mir fehlt. Vom Bergischen Streifzug. Muss auf jeden Fall auch noch mal gehen. Sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Weiter geht's. So, Kilometer 50. Ja, das wollte ich gerade an meiner Trinkflasche trinken und ja, war leer. Und dann habe ich mal am Rucksack gefühlt und alles nass. Das heißt, die Trinkflasche ist irgendwie aufgegangen. Keine Ahnung wieso. Ich habe die extra nochmal abgesichert mit einer Plastiktüte, aber alles nass. Ich habe jetzt kein Trinken mehr. Das heißt, der nächste VP. Der ist ungefähr bei 56 Kilometern. Das heißt 6 Kilometer ohne Trinken. Naja, werde ich schon irgendwie schaffen. Jetzt fängt es auch wieder an zu regnen. Also ein Unglück jagt das nächste. Was sagst du zum Wetter, Jörg? Ja, ist geil, ne? Ist auf jeden Fall anspruchsvoll, muss man so sagen. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber zum Glück regnet es ja nicht die ganze Zeit, sondern nur immer mal wieder. Ja, genau. Aber jetzt gerade tatsächlich ein bisschen mehr. Ja. Ja, die erste Zeit hatten wir ja so ein bisschen Glück mit dem Blätterdach, dass wir so ein bisschen verschont liegen. Ja. Aber jetzt kommt natürlich auch das Wasser hier durch, ne? Das ist halt ja, so. Stimmt, ja. Aber ich glaube, im Schirm sind wir jetzt sehr gut ausgestattet. Ich denke mal auch. Ja, ich habe extra mal einen neuen geholt, extra. Ja. Und der ist gut. Ich habe extra noch einen Poncho eingepackt und irgendwie. Hab ich auch. Also ich weiß auch nicht, was mit mir los ist zwischendurch, ehrlich. Ja, hab ich auch. Naja. Es wird irgendwie kalt. Vielleicht ziehe ich gleich noch eine Regenjacke an. Ja, der VP kommt ja jetzt. Ja, gleich, zum Glück, ja, genau. Also, wie viele Kilometer wir jetzt haben? Also ich guck mal eben. 54, ja, 2,6 Kilometer. Okay. Ja. Wir sind ja auch schon fleißig dabei. Sehr gut. Hier im Spaß. Das ist sehr gut. Schön, dass du dabei bist. Ja, das freut mich. Ist auch sehr schön, muss ich sagen. Dankeschön. Also hast du gut gemacht, auch die VPs, richtig klasse, die Leute, sehr arrangiert und ja,
Das also da musst du dich tatsächlich bei dem Team von den Lebensposten bedanken. Nee, du hast die auch ausgesucht, ne? Ja, ja. Und ja, auch der Weg ist also, super. Kann ich wirklich auch sagen, Hut ab, definitiv. Klar, im Wetter können wir nichts machen. Nee. Aber das ist ja bei Megamarsch und Mammutmarsch, kannst du ja genauso passieren. Ja, richtig, ne? Genau. Und der Olli ist auch noch da. Ja, Olli kommt da hinten, ja. Grüß dich. Hallo. Oha. Hi Thomas. Hey. Will einer von euch einen Kaffee? Dann. Kaffee, geil, ja. Oh, Joscha, grüß dich. Hi, Joscha. Fällt mir die Salami aus dem Mund, scheiße. Grüß dich. Na du. Aber hier drauf, stell dich auf. Ich hole den, kein Problem. Ich brauche ja keiner sitzen. Ich hab da hier. Vorsicht. Ja, war nur noch dein Arsch. Bis später. Tschüss. So, tschüss, danke. Bis dann. Ciao. So, den VP3 haben wir jetzt hinter uns gelassen. War auch wieder richtig klasse. Haben die echt super gemacht. Und da haben wir auch den Ingo und den Joscha das erste Mal gesehen. Ja, wir haben jetzt noch 13 Kilometer. Ich bin immer noch im Olli. Immer im Jörg. Unterwegs und wie ihr seht, es regnet ununterbrochen. Also das Wetter ist eine Frechheit. Aber die 13 Kilometer, die kriegen wir auch noch uns hier rum. Heute ist das dunkel geworden. Wahnsinn, wie schnell das geht. Ja, wir haben jetzt bestimmt 10 Minuten an dieser Bahnschranke verbracht und haben gewartet, bis 4 Züge durchkamen. Man muss das mal vorstellen. Ey. 4 Züge haben die durchgelassen. Ey. Mann, ist das dunkel. Und die Leuchte, ihr kennt es, immer wieder ziemlich hell. Wir haben jetzt Kilometer, ach die Uhr lädt gerade, kann ich jetzt gar nicht sehen. Ich denke mal so, ja, noch 6-7 Kilometer, dann sind wir wieder am Gräfrat am Marktplatz. Dann würde ich sagen, bis später. So, ein kleines Zwischenupdate. Ich war jetzt die ganze Zeit im Wald, es war ziemlich dunkel. Aber ich habe es geschafft, den Weg zu finden. Jörg und Olli sind vorne weg. Ganz vorne sind, ich glaube, Andi und Andrea heißen die. Dann hinter mir, aber auch ein paar Stunden. Ich weiß nicht, wie weit die entfernt sind. Thomas Gräfe, Malte und der Klaas. Dann haben auch einige schon aufgegeben. Wegen Knieproblemen und den Rest weiß ich leider nicht. Mir geht es eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Füße, alles in Ordnung. Tut nur das rechte Knie weh. Ja, und halt die üblichen Blessuren. So ein bisschen ja, Anspannung an den, die Muskeln tun weh und sowas. Aber das ist, denke ich mal, normal. Ja, wir haben jetzt noch, ich weiß nicht, 2 Kilometer oder so. Dann sind wir wieder da. Das war eine Nummer. Mann, oh Mann, ey. Das war heftig. Glückwunsch. Danke dir.
empfehlen. Danke dir. Vielen Dank. Ich bin gerade runtergefallen. So, der Klingenfahrtmarsch ist beendet. 70 Kilometer wurden erfolgreich absolviert. Hier nochmal die Medaille und die Urkunde. Also hat also richtig Spaß gemacht. Nochmal vielen Dank an Jörg Müller, den Ausrichter. Aber wie gesagt, habe ich am Anfang des Videos schon gesagt, ist keine kommerzielle Veranstaltung. Es verdient keiner was damit. Ja, dann nochmal danke an die ganzen Helfer, an den VPs. Also habt ihr echt super gemacht. Es gab ausreichend zu essen und zu trinken, also richtig klasse. Stimmung war auch da, also habt ihr gesehen, also top. Ja, der Weg an sich war relativ, also richtig schwer, muss man sagen, fand ich. Also die Höhenmeter, die haben schon reingehauen. Dazu kam natürlich der Regen, der war nicht gerade hilfreich, sag ich mal. Also das war weniger schön, aber da kann man nichts machen halt. Die letzten Kilometer bin ich ja im Dunkeln gegangen und da bin ich auch das ein oder andere Mal fast hingefallen. Also gut, dass ich auch Taschenlampe, Stirnleuchte und die Filmleuchte anhatte. Das war auf jeden Fall sehr sinnvoll. Hat auf jeden Fall viel gebracht. Ja, auch die Leute, die Wanderer, alle super gut gequatscht. Hat echt Spaß gemacht. Leider hat es nicht jeder geschafft. Also ich glaube von 12 Mann, die gestartet sind, haben es, ich glaube, 8 geschafft. Ja genau, 4 mussten abbrechen leider. Ja, wie gesagt, also top Veranstaltung, gerne wieder. Ich fand echt den Klingenfahrtmarsch sehr gelungen, muss ich sagen. Ja, da bleibt mir noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Like, ein Abo oder Kommentar da. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Euer Thomas.